Ich bin einfach mal hier unten in den Norden gelaufen bei Let's Play Xenoblade Chronicles 2, um uns insgesamt ein bisschen Laufarbeit zu ersparen. Doch zunächst einmal sparen wir das, was die Söldner zurückbringen. Stand by for report. I got stronger! Give me something interesting next time, please. I understand now. I can help out more now. What did you think? A roaring success? Let me handle the support role. Looks like I'm not done growing. I feel ready to grow some more. So, also, ich bin nach hier oben zu diesem Zipfel gelaufen, damit wir den Zipfel in diesen eindringen können. Und da sind wir auch schon auf dem Weg. Ja, sind jetzt die ganzen Informationen, die wir über die Söldnermissionen freigeschaltet haben. Und falls ihr euch fragt, machen wir heute keine Quest? Ich weiß es ehrlicherweise noch nicht hundertprozentig. Ich möchte erstmal hier unten ein bisschen was abschließend. Nein, nicht ganz abschließend, aber ein bisschen was abschließen. Unter anderem Vark, den Muskulösen, zertrümmern, zernichten, umbringen. Ich sehe nichts, weil meine Klinge so richtig, richtig fett rumsen. Ah, wundervoll. Ja, wie ihr sehen könnt, der hat auch ordentlich Fleisch auf dem Knochen. Nicht nur, weil er entsprechend groß ist, sondern, ein Schabanken. Gut, da sind wir entsprechend. Machen wir das hier. Könntest du, damit ich ihn nach oben schleudern kann. Jawohl. Es geht doch. Ja, das Elektrofeuer kriegen wir noch nicht durch. Oh, cool, ich wusste. Ach, stimmt, ich habe Zenobia in der Gruppe wegen des Schamettans. Wundervoll. Das Blöde ist jetzt nur, ich kriege mit niemandem ein Schwanken rein, glaube ich. Außer vielleicht mit dir, aber du bist nicht so besonders. Oh, wundervoll. Das ist ja Megor. So, wir warten noch ein kleines. Oh, es ist umgeworfen worden. Ja, komm, dann wollen wir die Früchte ernten, die wir gesät haben. In der Hoffnung, dass das noch zählt. Huiuiuiuiui. 107, ja. Ein bisschen mehr Babums wäre schon cooler gewesen, aber was soll's. Oh, da kommt das Schwanken schon. Empfang. Okay. Meine KI-Kameraden machen jetzt. Achso, der Gegner hat sich selber aus dem Ding rausgeholt. Das ist ja mal mega. Okay, Schwanken ist wieder drin. Scheiße. Das muss ich leider mit meinen. Achso, ich stehe nicht nah genug am Gegner ran. Deswegen lade ich meine Schleudern-Technik nicht auf. Das ist gut getimt. Danke, dass du hier durch mich durchrennst. Noch mal ein. Jawohl. Machen wir mal eine Dampfbombe rein. Und der Gegner kommt nach oben. Wird dabei am Loben. Ich möchte gerne eine Dampfexplosion. Dann eben nicht. So, das machen wir durch. Krieg ich noch ein Schwanken? Wir machen erstmal das hier. Dann gucke ich mal, ob ich das Schwanken in ihn reindrücken kann. Nein, natürlich nicht. Ach, scheiße. Scheiße. Er hat sich selber ins Schleudern versetzt. Ich wollte es punishen. Es hat nicht funktioniert. Weil mein Tastendruck ein bisschen spät gekommen ist. Ja. Guck mal nochmal. Ah, oh, jetzt kommt das Schwanken. Wundervoll. Und er ist umgedreht. So, jetzt geht er nach oben. Und ich versuche jetzt ganz schnell das hier zu starten, um noch ein paar Zipfelchen dieses Modus hier mitzunehmen. Also des Schadenszuwachses, das wollte ich gesagt haben. So. Aber das hier. In der Hoffnung, dass wir das. Na, nicht das Feuer vernichten. Na, was soll's, dann darf Gromark jetzt weitermachen. Da seht ihr, da ist das Schleudern schon wieder rausgekommen. Nicht mehr drin. Ist da Fedoria. Mal ein bisschen draufholzen mit einem Stufe 2 Special, weil das ist, glaube ich, ein bisschen häufiger. Bridget ist, glaube ich, hier immer noch meine bessere Variante, vorzuziehen den anderen. So. Ja. Okay. Dann immer Crosshead dazu. Weil die kann ordentlich reinballern. Genau, du sagst es. Hoho.
Ich nehme einfach mal Cora. Wir müssen den Gegner jetzt nicht zwangsläufig kaputt machen. Auch wenn es wahrscheinlich funktionieren wird. Komm, Aegeon. Aegeon darf auch mal. Und damit ist die komplette Vernichtung erreicht. Gut, auch wenn der Kampf jetzt insgesamt nicht so prall gelaufen ist, wie ich es mir erhofft habe, darf Zenobia noch einmal drauf und ein paar größere Zahlen produzieren. So, damit ist der Gegner dann endgültig kaputt. Nicely done, du Jack. So, eine schöne Schaumkrone. Vielleicht Lust auf ein Bier, wenn ich das so sehe. Aber was soll's. So, der nimmt den Schatz mit. Jawohl. Natürlich ist es jetzt auch in diesem Fall so, dass da ich mit Harold kämpfe und Harold eben noch nicht die hohen Vertrauensstufen erreicht hat, ist es so, dass am Ende des Tages der Schadensmultiplikator nicht auf ganz hohe Höhen kommt. Außerdem ist das Gruppenset. Ich habe das Gruppensetup jetzt nicht so auf oder angepasst, dass ich eben auch gescheite Kombos mit Hilfe des Elektroelements durchziehen kann. Aber was soll's? Lass mir mal ganz kurz, während hier ich das hier einsammle, eben mal hier in meiner Pseudo-Excel-Liste eine. Wie nennt sich das noch gleich? Einen Haken setze, dass der Gegner platt ist. So, und dann gehen wir wieder hier hin. Wundervoll. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe gerade Scheiße gemacht. Hätte hier oben weiterlaufen sollen. Ja, hätte ich. Hätte Fahrradkette. Okay. Mal sehen, ob wir das überleben, wenn wir hier durchlatschen. Hallo. Andererseits könnte natürlich... Nein, hier unten ist, soweit ich weiß, kein Schatz. Mal sehen, ob wir dem Fenderfleder noch entfliehen können. Ja. Oh Gott, nicht gegen den Baum laufen. Ja, das wär richtig tödlich gewesen. So, dann schauen wir nochmal hier. Aber wie gesagt, das ist jetzt wieder... Oh, Riesenspinnern. Ich finde es ja immer interessant, wenn es Spinnenköniginnen gibt. Und es nur eine einzige Spinnenkönigin im Spiel gibt. Beispielsweise in Xenoblade Chronicles 1. Dann tötet man sie. Sie ist Level 24 oder sowas. Und dann stellt sich raus, ja, da gibt es eigentlich noch viel, viel krassere Viecher. Moment, wo war denn hier... Ho! Ah, da vorne! Ja, schön an den Baum gelehnt. So, das nehmen wir mit. Ich mache eben noch meine Haken. Ja, da sind wir wieder. Jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, in die Ritze runter. Da müssen wir zum Glück nicht rein. Da ist, soweit ich weiß, kein einziger Schatz drin. Weswegen ich es irgendwie seltsam finde, dass man das dort hingesetzt hat. Und wir erreichen das legendenumwobene Trutanien, Sitz der Ur-Trutanien, die vor Äonen emporgekommen sind, um mit ihrer Zivilisation die Welt zu besamen. Leider hatten sie damit Erfolg, außer dass sie keine Samen haben, sondern Eier legen. Wobei das eine stieß das andere jetzt nicht unbedingt mit aus. Ich würde sogar sagen, es wäre ein bisschen aussterbenstechnisch ein Problem, wenn sich das eine mit dem... Aber das soll's. So, ein Schneehügel. Danke, das weiß der Geier, warum man ein Elektroelement braucht, um Schnee einzuschmelzen oder den Schneehügel wegzuräumen. Der absolut nichts enthält. Absolut nichts. Aber das heißt nicht, dass wir hier gar nichts finden, sondern wir müssen nur ein bisschen weitersuchen. Wir nehmen erst nochmal die Insekten hier mit. Ich habe unterdessen sehr viel Zeit investiert, um Zutaten für Wesses, wie nennt sich das noch gleich? Oh Gott im Himmel! Kochen, also diese Reisbällchen zusammenzimmern. Oh, interessant. Jawohl, das geht doch. Hatten wir hier eine Quest für offen? Müsste nicht. Aber wir können was ausgraben. Ja, vielleicht war das deswegen drin, weil hier was Wichtiges drin ist. Was heißt wichtig? Es ist einfach eine Schatztruhe. Und genau deswegen sind wir hier, um Schatztruhen mitzunehmen. So. Ich glaube, eine möchte ich noch. Das bedeutet nicht, dass hier unten dann jeglicher Schatz eingesammelt ist. Aber einen möchte ich noch. Truthahnpfähle. Ich bin neugierig. Ich weiß nicht, was sie tun. Vielleicht... Machen wir mal. Wir wollen die Ureinwohner hier raus haben. Außerdem, die haben nicht viele Hitpoints, die Truthahnpfähle. Von daher kriegen wir sie wahrscheinlich durch. Ich habe, glaube ich, nie das was zu gesagt, wie... Das ging ja flott. Ich habe, glaube ich, nie was dazu gesagt,
Rachinitsplitter, nice. Dass Harold tatsächlich ein bisschen anders funktioniert als andere Klingen, was ihre... Oh! Oh! Haben wir einen Level 51 Unique-Gegner heraufbeschworen? Ja, das haben wir. Was ich sagen wollte ist, wir müssen Specials einsetzen, damit sie in der Gunst steigen. Kann ich den Zutaten... So, wir wollen erstmal die Zutaten-Fehle wegreißen. Weil die haben meistens die Angewohnheit, fiese Sachen zu machen. Und mit fiesen Sachen meine ich, dass sie unsere Gegner heilen, buffen, whatever. Ich glaube, ich benutze hier gerade nicht so richtig gut meine Anschlüsse. Hey! Da habe ich mal 25 Damage reingebrezelt. Ja, ich glaube, das ist umgeworfen. Jetzt bist du am Schwanken. Kann ich dich überreden, zu Wolfric zu wechseln? Ich würde nämlich gerne eine andere Combo-Art mitmachen. Nein, kann ich nicht. Das ist ja mal durchdacht. Okay. Dann machen wir es anders. Das tut mir leid. Ich versuche es halt. Oh, wundervoll, dann umwerfen. Dann mach mal dein Vulkan, Lady. Vulkan ist ein besonderes Special, also eine Kombination von Erde und Feuer. Weil das einen den stärksten Dot des Spiels auf den Gegner aufträgt. Der jetzt nicht allzu viel macht. Aber mit Hilfe von Kombos können wir oder sind wir in der Lage, die Zeit A zu verlängern und B, ich glaube, den Dot auch etwas zu erhöhen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man dafür... Oh, nice. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir dafür eine komplette Combo durchziehen müssen. So. Yes. Und ist, auch wenn ich eine Folge gemacht habe, dass man eben bis zum Full Burst kommen soll, es ist mitnichten ein Zwang, dass man komplett über diese Kugelkombo oder den Kettenangriff die Kämpfe regeln muss. Nein, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise der Gegner hier hat relativ gut und relativ viel Damage gekriegt und das freut mich. War, glaube ich, auch mit der... Na, nicht ganz. War auch, ich glaube, für den Moment der hochstufigste Tyrann bzw. Unique-Gegner, den wir hier erlegen wollen. Ja, ich glaube, das kann ich so sagen. So, und einen Schatz möchte ich hier noch mitnehmen, aber dazu muss ich erstmal von dem legendären Trutanien-Plateau wieder runter. Damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, wir beschleunigen das. So, wie ihr sehen könnt, hier in diesem Zipfel, der aller Zipfel, ja gut, so zipfelig ist das Ding auch nicht, da war die Höhle Zipfelliga, befindet sich eine weitere Schatztruhe, die einfach so da ist, um sie mitzunehmen. Ich glaube, ich hatte eben gar nicht richtig zu Ende erzählt, weswegen Harold speziell ist. Zumindest habe ich das dann eventuell wieder vergessen. Und zwar, bei den meisten Klingen müssen wir ja schlicht und ergreifend irgendwelche Harmoniewerte erzielen, also Vertrauenspunkte gewinnen und bei den meisten Klingen ist dann so, dass mit höherem Vertrauen dann eben die höheren Talentringe und die Vertrauensstufen, also D, C, B, A und dann am Ende S, S1 und so weiter erreicht werden. Und es gibt davon auch Ausnahmen und eine Ausnahme ist beispielsweise Harold. Es gibt durchaus viele Ausnahmen. Beispielsweise muss man bestimmte Szenen gesehen haben bei Wolfric, um zwei bestimmte Talentkreise halt freizuschalten. Eine davon war ja seine Klingenquest. Und bei Harold ist es, dass man halt einfach eine gewisse Anzahl an Specials einsetzen muss. Und das war's. Das heißt, wenn man das forcieren möchte, ist man da relativ schnell, relativ weit oben. So, und hier haben wir einen weiteren Tyrannen, nämlich Billy, der Magier. Ja, genau. Es ist ein Gott? Nein, nicht ganz. Es ist ein interessantes Vieh. Nur bei Schneegestöber hier anzutreffen, was sehr interessant ist, weil wir haben Glück gehabt, dass Schneegestöber hier relativ schnell zu haben. Kriege ich das noch hin? Scheiße, nicht ganz. Buja, ja, dann bleibe ich mal ein bisschen hier drauf. Oh, cool, ein Schwank. Oh, schnell, haut doch, ich hätte das Special nicht einsetzen sollen. Schnell, haut zu, haut. Das ist jedes Mal wieder ein bisschen. Ein bisschen. Jetzt reicht's. Jetzt hau ich einfach drauf, warte, bis die Technik aufgestuft ist und hoffe, dass er ja trotzdem nochmal einen Schwanken reingekriegt. Ein Lachsgeschenk! Danke, dass du es mir auskotzt.
Schwanken? Leute? Ah, ein Schwanken! Ja! So wollen wir das dann. So, dann werfen wir es nach oben. Dann können wir eine Stufe 5, Stufe 3 Flammenexplosion reinjagen. So. Aber manchmal ist es halt, wenn die Konstellationen eintreffen, ist es halt ein ziemlich cooler und gerader Weg zum Ziel. Den Gegner dann einfach umzubringen. Mit. Anders 999.000? Ich muss das nochmal. Dann war das, glaube ich, der höchste Schadenswert, den ich jemals erreicht habe in diesem Spiel. Ja, und die höhere Vertrauensstufe, man sieht ja, mit Pandoria habe ich ja ein bisschen mehr Vertrauen als mit Harold beispielsweise. Höhere Vertrauensstufen und da machen die Specials mittlerweile ordentlich Damage. Außerdem sind die Specials besser gelevelt, weil, nicht die Specials, die Meistertechniken besser gelevelt, einfach deswegen, weil ich noch nicht so lange mit Ätherkanone auf Sieg rumlaufe und das hat natürlich auch noch was damit beizusteuern. Gut, dann sind wir hier unten erstmal weiter fertig, wir kehren zurück nach Tesoar. Aber vorher gehe ich noch einmal hier übers Eis und stelle fest, dass wir noch nicht genug Einsicht erreicht haben. Einsicht? Wovon rede ich jetzt? Für alle, die Bloodborne gespielt haben, wissen vielleicht, was ich meine. Und für alle, die das Gebiet hier kennen, wissen auch, was ich meine. Es gibt Dinge, die ich da ganz gerne als Parallele benutze, aber wir haben halt noch nicht genug Einsicht, sagen wir es mal so. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch nochmal da lang kommen, aber das machen wir vielleicht nächste Folge. So, wir sehen uns im Tesoar wieder. So, ich bin hier bei Anastasia, dem Hotel von Tesoar, und können hier die Klingenquest von Cora durchführen. Damit wir die Klingenquest durchführen können, brauchen wir insgesamt 12 Punkte in dem Talent Mädchengespräche. Cora kann bis zu 5 Punkte haben, das hat sie auch. Sheba hat, glaube ich, bis zu 3, die haben wir. Mythra hat bis zu 3, die haben wir. Und dann haben wir, oh Gott, ich glaube, Praxis kann bis zu 3 haben, die haben wir. Damit ist das Soll schon erfüllt. Ich könnte theoretisch, glaube ich, noch Vale dazu nehmen. Die hat, glaube ich, auch Mädchengespräche, aber das passt jetzt hier nicht so ganz mit Sieg, weil er kann Pandoria nicht weglegen. Also ein bisschen blöd, aber was soll's. Aber wir erfüllen das Soll. Nicht wahr, Melusia? Mahlzeit, wie läuft's? Ihr habt bestimmt gedacht, dass sich eine Geschichte über charmante junge Herren nicht verkaufen lässt. Weit gefehlt. Die weibliche Leserschaft kann von all den Dramen, die sich abspielen, gar nicht genug bekommen. Das alles hätte ich nicht geschafft, wenn ich euch nicht gehabt hätte. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, bitte, bitte, bitte. Das war aber auch genug Aufwand. So, jetzt geht's los hier. Huh? Are you seriously suggesting we stop here today? Yeah. Is there a problem? Hello? This kind of boring, lame-o location totally saps my girl power. What is girl power? And what it got to do with location of inn? Girl power is a girl's driving force. Girl power is what grants me my awesomeness in battle. If girl power gets too low, well, life is no longer worth living. Huh? It that important? But these inns are pretty much the same, Cora. It's the same old thing, wherever you go. You do sometimes exaggerate things. I never exaggerate. It's hard to even take proper care of your skin in a place like this. Mythra, you know this. I've noticed you've been shrinking into the background lately, like a little wallflower. Wallflower? You mean, no one notices me? That came out wrong. All I mean is, you could use a little boost in the girl power department. Rex, you're a guy. Don't tell me you haven't noticed that Mythra is lacking a little something. What? Answer carefully, Rex. Huh? I mean, how can I, Rex looks like he's gonna blub. Wouldn't want to be you. Nia, maybe we should step in to prevent an escalation. Huh? I'll pass. Getting in between those two right now would be suicide. Let Charlotte handle it. Nah. Putting the Zekinator in the mix would only exacerbate the situation, eh?
Now he gets himself away with us. Then we'll just observe. It's just a bit of banter. How bad can it get? Come on, Mithra. Isn't it time you got a new outfit? Admit it, when was that moth-eaten thing last in fashion? 500 years ago, and that's when... Moth-eaten? Well, at least I've got some clothes on. What you're wearing wouldn't cover the head of a goose. That's rich coming from you. That look in your face, you know I'm right. You want to see who's got girl power? It's on! Bring it! Yeah? You bring it. Let's say the loser has to, do a little dance for everyone. Well, think you can handle it? I can handle it. But Cora, this is practically a done deal. You really want to go there? You bet. It's totally a done deal. I'm looking forward to kicking your butt. Hey, guys. Do you really think this is a good idea? You're getting a bit aggressive. Shut up, Rex. Got it. Okay, let's do this. See you at 1800. You'd better go and work on your girl power, Cora. Don't underestimate me. I'll show you. I know the score. See you there. Da kommt sogar der Wirt wieder aus der Deckung hervor. Mädchenthemen. Okay, es ist fast 18 Uhr, wir sind schon... Es ist natürlich alles durchgeplant hier, was ich tue. Alles komplett durchgeplant. Du hast dich wirklich herangetraut. Respekt. Oh, ganz im Gegenteil, ich bin stolz auf dich. Ich hätte wirklich erwartet, dass du im Angesicht meiner überlegenen Mädchenpower die Flucht ergreifst. Du scheinst mich noch immer zu unterschätzen, Cora. Du bist es, die vor meiner Mädchenpower zittern sollte. Gut, wir sind uns also einig, dass wir uns in puncto Mädchenpower messen. Fragt sich nur noch wie. Du hast recht, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Gut, wie wäre es folgendermaßen? Wir suchen uns einen Punktrichter, der beurteilen kann, wer von uns beiden mehr Mädchenpower hat. Und wir versuchen dann einfach, den Richter auf verbale Weise von unserer Mädchenpower zu überzeugen. Das wäre fair, oder nicht? Gute Idee. Ich glaube, wir haben ja beide so unser Bild davon, wie mädchenhaft das Smalltalk zu klingen hat. Gut, benehmen wir einfach den Erstbesten, der hier vorbeiläuft. Dann kann der Wettkampf beginnen. Mach dich bereit, Mithra. Ich bin immer bereit, Cora. Ich fasse es nicht, dass ich das vertonen muss. Also, zuallererst. Oh ja, wir haben genug. Nia, du kommst ja genau zur rechten Zeit. Oh, Cora, Mithra, was macht ihr hier? Wir wollen feststellen, wer von uns mehr Mädchenpower hat. Ach, diese Geschichte. Ihr wollt das allen Ernstes durchziehen? Komm, setz dich einfach mal hier hin, ja? Und dann entscheidest du, wer mehr Mädchenpower hat. Mithra oder ich? Ich soll das entscheiden? Naja, was Besseres zu tun habe ich nicht. Außer, dass wir eigentlich hier alle retten müssten. Gut, dann fangen wir an. Und? Wie wollt ihr den Wettstreit aufziehen? Die erste Runde geht ums Tratschen. Wir labern dich voll und du entscheidest, wer mädchenhafter spricht. Mädchenhafter, alles klar. Okay, erstes Thema. Vielleicht etwas langweilig, aber wie wäre es mit meinem Lieblingsessen? Sehr gern. Gut, dann lege ich gleich mal los. Also Nia, was ist dein Lieblingsessen? Ach, ich soll was beantworten? Mal überlegen. Cremangen Fladenbrot mag ich gern. Oh, echt? Wow, Nia. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du auf so mädchenhafte Kost stehst. Machst du Diät? Hä? Ich mach keine Diät. Ich esse das einfach, weil ich's gern esse. Ist auch okay, Süße. Ist auch okay, Süße. Ich dachte halt nur, du bist eher so der Fleisch- oder Fischtyp. Das ist ja wohl ein Vorurteil. Okay, Nia, nächste Frage. Ja? Was hältst du von Dromark? Ich meine als Mann, beziehungsweise Kater. Moment mal, gerade ging's doch noch um mein Lieblingsessen.
Aber Nia, wir Mädels unter uns sind, da wir Mädels unter uns sind, dann gibt es doch nur eins, was uns wirklich interessiert. Gepflegter Mädchentratsch ist ein wichtiger Faktor für unsere Mädchenpower, Nia. Also, darum ging es mir erst gar nicht. Das war ehrliches Interesse. Ich meine, er hängt ja ständig am Rockzipfel und quengelt irgendwas von Herrin, Herrin. Wie ist das für dich? Wie soll das sein? Ist halt ganz normal für mich. Der ist schon so, seit er mit mir resoniert hat. Und gestört hat's mich eigentlich noch nie. Du meinst, du merkst gar nicht, dass er ein Mann oder Männchen ist? Wir waren schon immer zusammen. Für mich ist er sowas wie ein Butler oder ein Ersatzvater. Ab und zu nervt er etwas, aber das liegt nur daran, dass er sich Sorgen um mich macht. Aber warum erzähle ich das euch eigentlich? Ich hab genug davon. So, ich gehe jetzt zurück auf mein Zimmer. Ach Mann, gerade wo es interessant wurde. Tja, unsere Punktrichterin ist weg. Damit ist die Runde wohl ein Unentschieden. Sieht so aus. Gut, weiter zur nächsten Runde. Was wohl für ein Thema gut wäre? Nur drei Punkte. Nur drei. Hier ist es aber ruhig. Es scheinen sich alle auf ihre Zimmer verzogen zu haben. Wenn du willst, könnten wir noch eine Runde tratschen. Wie bei Nia. Frag mich mal nach meinem Lieblingsessen. Na gut, was ist deine Leibspeise, Cora? Blütenpudding, ganz ohne Zweifel. Diese seidige Creme mit den weißen Blütenblättern darin, so süß und verführerisch auf der Zunge. Ich sag dir, wenn man das regelmäßig isst, geht es einem nach einer Weile die Mädchenpower durch die Decke. Cora, du übertreibst mal wieder. Pah, gar nicht. Und was ist überhaupt dein Lieblingsessen, Mythra? Mein Leibgericht sind Krabbenkroketten. Hm, im Ernst? Ja, außen knusprig, innen saftig, so müssen Kroketten schmecken. Für mich gibt es keine bessere Art, Wolkenmeerkrabben zu genießen. Nein, 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 also Kroketten, nein, das geht einfach nicht. Tut mir leid, aber Kroketten sind ja wohl das Unmädchenhafteste, was man sich vorstellen kann. Hey, nichts gegen Krabbenkroketten, was Besseres gibt's nicht. Und wenigstens haben Kroketten Charakter, okay? Sind nicht so 0815 wie Pudding. Ha! Okay, tut mir leid, Süße, aber deine Kroketten stinken nach Fisch. Niemand stinkt gern nach Fisch. In diesem Sinne, netter Versuch, Mythra, aber diese Runde geht eindeutig an mich. Du machst wohl Witze. Ohne einen unabhängigen Punkterichter macht es wohl kaum Sinn, eine Siegerin aufzurufen. Außerdem meintest du, wir sollten uns damit die Zeit vertreiben und plötzlich ist es Teil des Wettbewerbs? Ja, du hast schon recht. Ach, kann nicht langsam mal irgendwer hier aufkreuzen? Wird Zeit, dass die Sache endlich mal entschieden wird. Oh Gott, die letzten beißen die Sandwürmer. Die letzten zwei Stunden sind wie im Flug vergangen. So langsam macht das richtig Spaß. Right, yeah, okay. Nächstes brauchen wir Stufe 4 Mädchengespräche. Hallo Mythra, hallo Cora. Was machen Freunde hier draußen? Oh Poppy, du kommst gerade recht. Wir wetteifern gerade darum, wer mehr Mädchenpower hat. Und du bist jetzt unsere Punktrichterin. Gut, Poppy nimmt Mission an. Poppy wird ein faires Urteil fällen. Da bin ich mir sicher. Warum nehmen nur Damen an diesen Gesprächen teil? Das ist langsam anstrengend. Okay, Mädels. Jetzt geht's ans Eingemachte. Als nächstes reden wir darüber, für wen wir schwärmen. Das ist die Königsdisziplin der Mädelsgespräche. Auf dieses Thema scheinst du ja wirklich abzufahren. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Wie siehst du das, Poppy? Das finde ich jetzt auch interessant. Sag schon, Poppy. Poppy, nicht ganz sicher, worum Gespräch geht. Schwärmen? Insektenschwärme, nervig. Nein, nein, es geht um die Liebe. Gibt's denn niemanden, in den du verschossen bist? Poppy schießt alle. Nein, also so war das nicht gemeint. Vorschlag von Poppy. Statt Schwärmen und Schießen könnten Freunde Wettstreit mit Haushaltsarbeit entscheiden. Poppy hat effektive Hausmädchen-Subroutinen. Sauber machen, Wäsche waschen, kochen, alles Kinderspiel. Huch, jetzt habe ich leider zweimal gedrückt. Weil das erste Mal irgendwie nicht, der erste Textbubble nicht wegging. Das mag sein, aber... Also im Kochen bin ich nicht die Beste, das gebe ich zu, aber... Somit hat Poppy Gewinnerin eindeutig berechnet. Name lautet Poppy. Applaus, Applaus. Das lief irgendwie nicht so wie geplant. Was haben denn Haushaltsarbeit mit Mädchenpower zu tun? So ein Quatsch. Auf jeden Fall haben wir wohl wieder ein Unentschieden. Ja. Wie bestellt und nicht abgeholt. Zum nächsten Thema. Right, yeah. Okay. Gott. Gott. Es wird ein langer Abend. Mythra und Cora, sagt los, ihr zieht das wirklich mit diesem Mädchenpower-Gedöns durch. Oh, Pandora.
Komm, wir reden mit dir und du entscheidest dann, wer von uns mehr Mädchenpower hat, ja? Könnte lustig werden. Gut, ich mache mit. Und worüber wollt ihr reden? Also, erst haben wir über Essen geredet und dann über romantischen Kram. Ach echt, über die Liebe und so? Habt ihr beide denn jemanden, der euer Herz schneller schlagen lässt? Nun, ja, das Thema ist faszinierend, aber nein, im Moment habe ich niemanden. Ich auch nicht. Ach komm schon, Mithra, kriegst du bei dem Thema die Zähne nicht auseinander? Du hast da doch sehr wohl jemanden. Jemanden namens? Nein, wirklich nicht. Hör auf. Erzähl besser von dir selbst, Pandoria. Stimmt. Wie ist das mit Sieg? Meinst du, das wird irgendwann nochmal was? Nein, das seht ihr ganz falsch. Sieg und ich, wir sind nicht. Der Prinz ist so stumpf, dass er eh nichts davon mitkriegen würde. Ah, was sollte er denn mitkriegen? Na? Komm schon, was denkst du wirklich über ihn? Du kannst es uns doch sagen. Nein, das kann ich nicht. Ich sag kein Wort mehr. Und schon ist sie weg. Sieht aus, als hätten wir sie vertrieben. Ich hätte Pandoria gar nicht für so schüchtern gehalten. Damit ist uns wieder der Punktrichter flöten gegangen. Da kann man wohl nichts machen. Bitte mal jemand mit Y-Chromosom. Ich hätte noch genug Themen bis morgen früh. Right, yeah, okay. Ein Unentschieden nach dem anderen. Wenn das so weitergeht, geht unser Wettkampf noch ohne Siegerin aus. Oh, Cora, Mithra, hallo. Sag mal, was ist denn mit euch? Ihr zwei seid ja schon ewig hier am Quasseln. Wir quasseln nicht, wir tragen einen Wettkampf aus, wer von uns mehr Mädchenpower hat. Hast du vielleicht gerade Zeit, Praxis? Wir bräuchten niemanden, der uns als Punktrich... Warte mal, Mithra. Bist du sicher, dass wir Praxis anhauen sollten? Ich glaube nicht, dass sie sich besonders gut mit Mädchenpower auskennt. Wie? Stimmt, sie ist nicht gerade die beste Kandidatin dafür. Ja, ihre eigene Mädchenpower ist ja meistens eher niedrig und so. Jetzt reicht's aber mal! Ich? Niedrige Mädchenpower? Ich informiere mich wöchentlich über die neueste Mode und meine Haut ist zart wie ein Babypopo. Ich sprudle geradezu über vor Mädchenpower. Machst du Witze? Du verbreitest so eine Unordnung in deinem Zimmer, dass du nie irgendetwas finden kannst. Und beim Essen stellst du dich an wie ein ausgehungerter Bauarbeiter. Ihr meint, um Mädchenpower zu haben, muss man wie ein rosa Schmetterling durch den Tag flattern? Ihr spinnt wohl. Nun ja, du hast schon recht. Jedes Mädchen hat ihren eigenen Charme und eigene Quellen für ihre Mädchenpower. Aber beim Baden solltest du vielleicht trotzdem nicht aus dem Stand mit einer Arschbombe in die Wanne springen. Ach, ihr könnt mir beide mal den Buckel runterrutschen. Ihr seid richtig, richtig doof. Ich hasse euch. Pah. Oh weh, da haben wir wohl etwas übertrieben. Wir sollten ja ein paar Pralinen oder so kaufen und uns entschuldigen. Ja, gute Idee. Oh, Langeweile. Was wäre ein gutes Thema? Right, yeah, okay. Etwas, was 7 Mädchengespräche Power. Hier kommt wirklich niemand vorbei. Sieht so aus, als müssten wir uns aktiv auf die Suche nach einem geeigneten Punktrichter machen. Oh, hallo. Geht ihr beide auch spazieren? Gehst du etwa gerade spazieren? Ja. Ich lasse mir immer vor dem Zu-Bett-Gehen den Nachtwind um die Nase wehen. Da schläft man besser ein. Oh, interessant. Bridget, wir hätten eine Bitte. Würdest du dich auf eine Runde Smalltalk einlassen und dann entscheiden, wer von uns mehr Mädchenpower hat? Ach, die Geschichte, klar, ich helfe euch gern. Danke. Wo wir schon die Expertin da haben, könnten wir ja über Schönheit und Schminktipps und so reden. Dann zieh dich mal warm an. Das Thema Schönheit ist zufälligerweise eins meiner größten Stärken. Warte nur, bis du hörst, was ich alles über porenreinigende und feuchtigkeitsspendende Hautpflege weiß. Außerdem übe ich regelmäßig hübsche, mädchenhafte Posen im Spiegel. Was haben wir denn Posen mit Schönheit zu tun? Genau, wenn man hübsch ist, dann ist man es einfach und braucht keine Posen dafür. Ich zum Beispiel sehe so aus, und zwar ohne das ganze Theater. Ich bin mindestens so hübsch wie du, ja? Ich gebe mich halt nur nicht damit zufrieden. Ich will mich weiter steigern, die Grenzen der Schönheit ausloten. Nun, es ist lobenswert, Ziele zu haben, aber eure Streitigkeiten zeigen, dass ihr noch einen weiten Weg vor euch habt. Wahre Schönheit darf nicht so verkrampft sein. Sie muss von innen herauskommen. Deshalb kann ich leider keiner von euch den Sieg zusprechen. Was? Aber... Ihr beide müsst erst eine gewisse geistige Reife erlangen. Dann können wir gerne nochmal darüber sprechen. Und wieder am Tisch. Was sollen wir als nächstes sprechen? Right, yeah, okay.
Schweigt still, unverschämtes Gesindel. Es ist eine schwere Sünde, unseren königlichen Schlaf zu unterbrechen. Auch wenn ihr super süß seid. Als unsere Untertanen seid ihr zu ausreichendem Schönheitsschlaf verpflichtet. Sheba, ich mache einen Wettkampf mit Mithra, wer mehr Mädchenpower hat. Ihr wagt es, unseren Befehl zu ignorieren, aber das klingt schon recht faszinierend. Würdest du als Punktrichterin entscheiden, wer von uns mehr Mädchenpower hat? Nun gut, so sei es. Wir werden über euch richten. Gut, dann sprechen wir erstmal wieder darüber, für wen wir schwärmen. Das Thema hat's dir angetan, was? Sheba, wie sieht für dich der ideale Mann aus? Oh, das interessiert mich auch. Sheba redet immer nur über Mädchen, aber wie sieht's mit Jungs aus? Männliche Knechte müssen in erster Linie finanziell gut ausgestattet sein. Finanziell? Jawohl, Schmarotzer, die sich an uns bereichern wollen, können wir nicht ausstehen. Aber natürlich gibt es weitere wichtige Faktoren. Exzellente Manieren und ein standesgemäßes Auftreten wären Grundvoraussetzungen für ein Stelldichein mit uns. So sollte der Tee servieren können, unsere Badewanne blitzeblank schrubben und ein Haus am See besitzen. Das ist aber ganz schön. Das sind so hohe Hürden, dass kaum jemand in Frage kommt. Ja, weil wir weibliche Gesellschaft bevorzugen. Der Mann, der uns imponieren soll, muss erstmal geboren werden. So richtig hat das wieder nicht geklappt mit unserem Gespräch. Das lag wohl an der Gesprächspartnerin. Die nächste Runde läuft bestimmt besser. Es ist schon 3 Uhr morgens, aber ich könnte noch ewig weiterquatschen. Right, yeah, okay. Bald sind wir hoffentlich bei 12. Nia hat mir von eurem kleinen Wettkampf erzählt. Seid ihr da immer noch etwas zugange? Oh, du kommst gerade gelegen, Marek. Wir brauchen unbedingt einen neuen Schiedsrichter. Nun, eigentlich wollte ich mir nur etwas zu trinken holen, aber wenn ihr darauf besteht... Marek, sehnst du dich nicht manchmal nach ein wenig Romantik in deinem Leben? Ich bin einer Soldaten des Ardenischen Kaiserreiches. Wenn ich übermäßig viel freie Zeit zur Verfügung hätte, würde ich sie lieber zur körperlichen Ertüchtigung nutzen. Geht es dir nicht manchmal auf den Keks, Tag ein, Tag aus nur ans Kämpfen denken zu müssen? Nein, eigentlich nicht. Nirgendwo sonst festigt sich die Persönlichkeit wie im Kampf. Ich kann mir keine nachhaltigere Investition meiner Zeit vorstellen. Du wirkst immer so unglaublich steif, Marek. Meinst du nicht, man sollte ab und zu mal Spaß haben? Nein, um ehrlich zu sein, denke ich, dass ihr und unsere anderen Klingen viel zu viele Freiheiten genießt. Als Klingen der ardennischen Streitkräfte hätte man euch Zucht und Ordnung beigebracht. Mitten in der Nacht ein Schwätzchen zu halten und wäre da undenkbar. Ihr müsstet trainieren und dann zu Bett gehen. Ein erstklassiger Kämpfer darf nie aufhören, seine Fähigkeiten zu perfektionieren. Für euch junge Dinge ist das doppelt wichtig. Schlechte Angewohnheiten müssen zeitig ausgemerzt werden. Marek? Deine, nun ja, Botschaft ist klar und deutlich bei uns angekommen, aber das reicht dann auch, oder? Nein, offensichtlich noch lange nicht. Ihr habt wohl vollkommen vergessen, was es bedeutet, Krieger zu sein. Setzt euch schön aufrecht hin und hört mir aufmerksam zu. Denkt nicht mal daran, euch zu verdrücken. Bitte nein! Okay, da hat sich... Ich frag mich, wie sie es hingekriegt haben, Morak hier wegzukriegen. So langsam fallen mir die Ohren ab, aber ich werde garantiert nicht aufgeben. Right, yeah, okay. Puh, so langsam bin ich ziemlich geschafft. Ja, mir geht's genauso. Aber genau in solchen Situationen muss man einfach durchpowern. Solange niemand hier vorbeikommt, wollen wir die Zeit mit einem Schwätzchen über Mode totschlagen? Gerne, ich liebe ja modische Accessoires. Sie zu tragen ist das eine, aber es reicht mir schon, sie zu sehen. Und schon geht es mir besser. Was für Schmuck magst du so, Cora? Ich mag alles, was mit Blumen zu tun hat. Die sind süß und schön und Balsam für die Seele. Im Haar machen sie sich besonders gut, finde ich. Ach, du bist im Herzen wirklich noch ein kleines Kind. Was? Ein bisschen kindisch wird man ja wohl noch sein dürfen. Ich mag halt Blumen. Das wird sich doch nicht ändern, nur weil ich erwachsen bin. Ich würde sagen, diese Runde geht definitiv an mich. Das hättest du wohl gern. Ich bin kindischer, also bin ich süßer. Also gewinne ich. Da ist jemand eine schlechte Verliererin. Wir haben ja nicht mal einen Punktrichter hier. Wer willst du da wissen, was du gewonnen hast? Also, schon wieder ein Unentschieden? So langsam bezweifle ich, dass wir eine Siegerin haben werden. Wir brauchen jetzt die harten Getränke. Gleich dürfte die Sonne aufgehen. Wir brauchen irgendein spritziges Thema als Wachmacher. Oh, Stufe 12, wir haben ein paar Punkte übersprungen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ja, schon doof. Kaum zu glauben, dass bisher jede Runde unentschieden ausging. Wenn es so weitergeht, werden wir bei Sonnenaufgang immer noch nicht wissen, wer mehr Mädchenpower hat.
Der Erstbeste, der jetzt vorbeikommt, muss eine Entscheidung herbeiführen und wenn wir ihn zwingen müssen. Und egal wie das Urteil ausfällt, wir werden es akzeptieren. Einverstanden? Jawohl! Nia, gutes Timing! Was guckt ihr mich so an? Was wollt ihr diesmal von mir? Wir brauchen ein Urteil, Nia. Hier und jetzt. Wer von uns beiden hat mehr Mädchenpower, Cora oder ich? Mädchen? Ihr meint, ihr schlagt euch immer noch mit eurem dämlichen Wettstreit rum? Sag uns einfach dein Urteil, okay? Ganz offen und ehrlich. Raus damit, Nia. Ich bin unschlagbar, wenn es um Mädchenpower geht, oder? Nur wenn man ignoriert, dass ich viel schöner bin als sie. Schön und Mädchenpower, das sind ja wohl zwei verschiedene Sachen. Meinst du doch auch, oder, Nia? Hör nicht auf sie, Nia. Gut, ich hab mich entschieden. Und für wen? Ich hab mich entschieden, bei diesem Unsinn nicht mitzumachen. Aber Nia, warte doch mal. Hey, looks like the sun should be up before long. What time is it? It's 7 o'clock. I guess the contest is over. Oh, so it is. But we don't really have a clear winner yet. Indeed. Cora, I'm starting to get the measure of you now. I hate to admit it, but you do have more girl power than me. Well, that's really big of you, Mithra. You're my only rival when it comes to girl power. I salute you. Well, I'm pooped, but it was fun. Sure was. I had a great time. Maybe we should do it again sometime. Yeah, pinky promise. Everyone? So, how come you're all gathered together? Well now, your little contest might be over, girls. But there's one more judgment to make. It's about all your reckless gallivanting. Time for a little court-martial, I think. Hey, listen, didn't we help you discover your inner girl power, too? That's true. No? No. Definitely no. I think you need punishing. Really? You can't go around doing stuff like that. Sorry. You should think about all the hassle you've caused us. I know, sorry. Make sure it sinks in. We will. Is that a promise? It's a promise. In that case, the epic contest concludes without a victor. That means two losers. And two forfeits. Ah, great idea, Morag. Huh? Not so fast. Something wrong? Nothing. This stuff keep happening to me! Mithra, don't complain. You talk the talk, now dance the dance. Gah! This is the pits! So, ihr alle, nehmt euch auf, ihr diesen Tanz tanzt und schickt ihn mir zu.
Ich mache auch eine Compilation daraus. Die ganze Nacht zu quatschen ist ja schön und gut, aber lasst doch die anderen da raus. Oder seid ihr so heiß darauf, nochmal eine schöne Standpauke von Marek zu hören? Du hast ja recht, aber es hat so viel Spaß gemacht, mit allen zu reden. Wollen wir nicht mal in aller Ruhe quatschen, Sieg? Nur wir beide? Da bin ich dabei. Ein Schwätze mit Cora? Da sage ich sicher nicht nein. Und damit sind die Mädchenthemen beendet. Nicht ein für alle Mal, weil ursprünglich hatte ich vorgehabt, noch ein Harmoniegespräch, was zwischen Cora und anderen mit Mädchengesprächen stattfindet, noch mit einzubauen. Aber scheiß drauf, ich mach das noch. Das Hier in der Nähe soll es eine echt schöne Stelle mit lauter Safronia-Bäumen geben. Vom Schattenblüherbruch hat man angeblich einen tollen Blick darauf. Können wir uns das nicht mal ansehen? Es wird auch nicht lange dauern. Bitte, wir gehen. Komm, wir gehen. Bitte, bitte. Ich habe heute so viel vorgelesen. Weißt du, wo das ist, Rupan? Was? Mittlerweile weiß die ganze Stadt über die Garfon-Söldner Bescheid. Das hätte nicht mal Van Damme fertiggebracht. Man könnte sagen, ihr habt die gesamte Geschichte der Söldnertruppe neu geschrieben. Anführer wie Van Damme und ich hatten nie so ein gutes Auge fürs Detail wie ihr. Viele sehen in unseren Leuten nur knallharte Kämpfer, die für einen Sold Drecksarbeit erledigen. Ihr habt die Söldner mit eurer Art in ein ganz anderes Licht gerückt, ob jung oder alt. Alle haben festes Vertrauen in euch. In der Hinsicht seid ihr in ganz Orest einmalig. So, nämlich dieses unscheinbare Stückchen Land, was ansonsten anscheinend keine großartige Bewandtnis zu haben scheint und wo sich auch meines Wissens nach kein Schatz oder irgendwas dergleichen befindet, ist allerdings die Heimat einer schönen kleinen Übersicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht mal sicher gewesen, ob es hier eine Möglichkeit gibt, ob das hier geheimpunktmäßig freigeschaltet ist, weil so richtig geheim ist das jetzt nun auch wieder nicht, aber so wie es aussieht, ist es einfach nur ein Ort. Und wir hören uns das Harmoniegespräch an. So this is the mighty Safronia tree? There aren't many trees with red blossoms. Wow-wee! That's a real humdinger. Yep, it's pretty. Oh hey, by the way, you hear lots of legends about big trees like this, right? Like, if you confess your love underneath them, it'll come true? Yeah, I've heard that kind of gumph before, too. Right? But if you ask me, it's probably a load of old nonsense. I mean, if it was that easy to find true love, the whole world would be full of nothing but happy folks. You seem very convinced, but have you ever tested your hypothesis? What? Me? Making confessions of love? I mean, if we're gonna talk about that, how about you, Brigid? You seem the sincere, passionate type. Have you ever made a confession of love to anyone? Me? Of course not. How about you, Pyra? Uh-huh, me? Oh, but of course! Silly me! You've already got your special someone, haven't you? Huh? What do you mean, I've already... And the same goes for you, Pandoria, of course. Well, I'm not gonna say you're wrong. As for you, Poppy, I guess you're still a bit young to be thinking about that kind of thing. Poppy, not born yesterday, but not much more long ago than yesterday, so not really understand. Yeah, you probably just need to get a little bit bigger before this kind of thing makes sense to you. So, how about you, Driver? Hey, ich muss gerade mal dringend diese Landschaft mir reinziehen. Verflucht, warum nicht? Ich werde meine Liebe hier und jetzt bekennen. 900 Vertrauenspunkte zu Cora, 1000. Heck, why not? I'll confess my love right here and now. Huh? Right now? Wow, this is a little embarrassing. I don't know what to say. Now I'm getting all nervous. Cora getting ahead of herself. Confession of love, not necessarily for Cora. True enough. It could be for me. Or for me. Don't count me out of the running! Seems like there's a healthy rivalry brewing here. Come on, Driver. It's time you told us exactly who it is you've got a special soft spot for. Oh, come off it, ladies. Isn't it obvious I was joking around? Just a joke? Oh. And there I was getting all excited. I honestly thought it was serious. Oh, Pyra, you're so sweet and gullible,
I was just playing along, of course. Poppy's sensors detected distinct rise in heart rate of Bridget. Hey, maybe this isn't the best place to talk about all this stuff. Let's get into it back in the girls' room at the inn. This one will be strictly for us girl blades. No drivers. It's Bladies Night. We'll get a few sweet treats and just natter till the sun comes up. Oh, I can't wait! Poppy can join in while charging battery. Good opportunity for Poppy's psychological development. Some of it could be a little advanced for you, Poppy. Even... Indeed. I think I'll let Mithra handle this one. Oh, I'm so excited! I could just burst, like, literally! But, hey, don't worry. It's not like we're doing this just so we can trash-talk drivers. So, damit ein weiteres Harmoniegespräch geführt. Da ist was dazugekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, questmäßig haben wir jetzt soweit alles getan, was wir tun können. Das heißt, wir werden noch ein bisschen durch Tantal ziehen, Schätze einsammeln, Viechers umbringen und ich habe noch im Auge, eine weitere Challenge-Mission zu machen. Und in der übernächsten Folge geht es dann mit der Story weiter. Macht es gut und ciao, ihr Lieben.